Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer. Herzlich willkommen zum zweiten Tag der 10-Tages-Veränderungs-Challenge. Das Wichtigste und wirklich das meiste rauszuholen ist, dass du dir am besten einen Sparringpartner suchst. Lade einen Freund ein, bei dieser Challenge mitzumachen. Lade jemanden ein, wirklich dabei zu sein. Der kann sich den ersten Tag auch noch schnell anhören, weil vielleicht ist er schon dabei. Vielleicht willst du dich auch bei der World of NLP mit anderen austauschen, die diese Challenge machen. Ja, vernetze dich, connecte dich, um dich auszutauschen, um wirklich weiterzukommen. Andere Menschen, Stefan Lanziel sagt so schön, Post-its auf zwei Beinen, sind wunderbare Erinnerungshilfen für Veränderung. Wenn du das meiste rausholen willst, empfehle ich dir, dich alle paar Tage oder vielleicht sogar täglich für diesen kurzen Zeitraum mit deinem Sparringpartner, mit deinem Gegenüber auszutauschen. Warum? Wenn du das tust, hast du ein ganz anderes Commitment hier in dieser Übung, hier in diesen 10 Tagen, in dieser Challenge und dann wirst du einfach mehr erreichen. Wir sind ein soziales Wesen, ja, wir brauchen andere Menschen und deswegen sind wir auch sehr ansprechbar auf dieser Ebene und es ist sehr wirksam, mit anderen das gemeinsam zu tun. Es macht unterm Strich auch deutlich mehr Spaß. Heute geht es um Erfolg, heute geht es um dauerhaften Erfolg. Und wie du weißt, ist es so, dass wenn du ins Fitnessstudio gehst, das Ergebnis ist, dass du eine Muskelkater bekommst. Und wenn du aber mehrfach die Woche ins Fitnessstudio gehst, dann werden deine Muskeln stärker, größer. Das dauert aber auch ein paar Wochen. Also wenn du jetzt ein paar Mal ins Fitnessstudio gehst, hast du dadurch nicht größere Muskeln. Sie arbeiten ein bisschen effizienter, aber sie sind nicht wirklich gewachsen. Das dauert eine Zeit, aber durch stetiges Training wird dein Muskel stärker. Und den Muskel, den wir hier stärken in diesen 10 Tagen, ist dein Gehirnmuskel. Deswegen lade ich dich ein, die Übung auch wirklich täglich zu machen. Wir werden die Übung von gestern ein bisschen erweitern. Dadurch wird sie an die knapp 5 Minuten dauern. Aber dadurch hast du 2 Übungen in einem, um dich wirklich nicht nur auf dein bestes Selbst zu programmieren, sondern auch auf deinen besten Tag. Wenn ich gefragt werde, warum scheitern die meisten Menschen bei ihrem Vorhaben, bei ihrer Vision, bei ihren Zielen, dann ist es nicht immer, aber sehr oft ist es das Thema konsistentes Dranbleiben. Ist es das Thema Disziplin. Jordan Peterson sagt so schön, habe eine Idee, habe eine Vision und dann schedule it. Also mach dir einen Plan, wann du das wie machen möchtest. Und wenn du dann sagst, boah, ich habe aber keine Lust, das abzuarbeiten, dann sagt er, das ist ein beschissener Plan. Ja, also wenn du das nicht magst, was du da machen möchtest, wo du hin möchtest, dann ist es wahrscheinlich auch nicht deins. Klar gibt es ein paar Verbindlichkeiten, klar gibt es Dinge, die man machen muss, wobei, müssen ist immer so eine Sache, ja? Aber du weißt schon, was ich meine, du hast bestimmte Verbindlichkeiten, ja? Wenn du ein Kind hast, dann wirst du das ernähren, ja? Vollkommen egal, was es sonst noch zu tun gibt, du wirst es ernähren, aber abgesehen davon kannst du ganz viel planen. Das Problem dabei ist, dass das auch schon wieder viele nicht schaffen, sich einen Plan zu halten, einen Plan vielleicht überhaupt erstellen, und deswegen habe ich heute eine deutlich einfachere Lösung. Die Idee ist, dass du dich erstmal auf dein bestes Selbst programmierst, um erstens in einen guten Zustand zu kommen. Damit werden wir uns morgen noch ausführlich beschäftigen. Zweitens, deinem Gehirn die Idee zu geben, hey, da geht noch mehr. Fast alle, die ich kenne, aber leben in ihrer Komfortzone, leben innerhalb ihres Potenzials und nicht außerhalb. Sprich, das ist noch nicht ganz entfacht, da ginge noch deutlich mehr. Das macht die erste Übung. Die zweite Übung, die direkt dranhängt, die deutlich kürzer ist, da geht es dann darum, deinen Tag zu visualisieren. Ganz kurz, wirklich nur ganz kurz zu visualisieren. Und zwar nicht so, dass du sagst, ja, da werde ich jetzt essen gehen und dann werde ich was kochen und dann werde ich mein Kind von der Schule abholen und dann werde ich dann arbeiten. Nein, sondern du stellst dir die Ausschnitte deines Tages vor, wo du sagst, wow, da geht wirklich was weiter, und die Ausschnitte, wo du sagst, boah, das ist eine Herausforderung. Nehmen wir an, du weißt jetzt schon, du wirst eine Stunde im Stau stecken. Dann würdest du visualisieren, wie du diese Stunde optimal nutzt, wie du durch diesen Stau mit mehr Energie rauskommst. Jetzt sagst du, Marian, wenn ich eine Stunde im Stau stecke, dann ist das anstrengend, dann ist das blöd. Stopp, du hast ja vorher die Übung gemacht, dein bestes Selbstleben, du bist in deinem besten Selbst drinnen. Das heißt, du wirst deutlich kreativere Ideen haben danach bei der Visualisierung, wie du diesen Tag, diesen Alltag bewältigen wirst. Vielleicht hörst du dadurch dann Podcasts, vielleicht bist du einfach so gut drauf, vielleicht wirst du es als Achtsamkeitsmeditation nutzen, vielleicht wirst du Telefongespräche machen, die dich inspirieren in dieser Stauzeit. Ich weiß es nicht. Vollkommen egal, welche Herausforderung der Tag für dich bietet, visualisiere es und visualisiere, wie du diese Herausforderung mit Leichtigkeit meisterst. Wenn du die Übung abends machst, das kann ja gut sein, dann ist die Idee, den nächsten Tag herzunehmen. Dann würdest du abends diese Datei anhören und dir den nächsten Tag vorstellen. Es macht Sinn, kurz zu überlegen, was
ist denn morgen so an Terminen, was habe ich denn da so vor? Und dann aber nicht einfach zu visualisieren einen Tagesablauf, sondern den idealen Tagesablauf. Alles, was ihr macht, was in der Macht, in den Einflussbereich deiner Entscheidungen liegt, alles, was du verändern kannst, dann stellst du dir das so vor, als würde es optimal laufen. Wenn du eine Präsentation hältst, dann läuft die perfekt. Wenn du ein wichtiges Gespräch mit jemandem hast, dann bist du dort eloquent, dann bist du dort verhandlungssicher, dann bist du dort charmant. Was immer du dir vorstellst, vollkommen egal, auch wenn du weißt, boah, das fällt mir nicht so leicht, tu es einfach. Tu so, als ob es dir leicht fallen würde und stell es dir vor. Dieser Impuls ist unglaublich mächtig, vor allem, wenn du es machst wie mit einem Fitnessstudio. Wenn du diese Übung tagtäglich immer und immer wieder machst, programmierst du dein Gehirn Stück für Stück auf dieses neue Selbst, auf dieses neue Leben. Und das ist die Macht dieser Übung. Die Übung ist nicht mächtig, wenn du sie einmal machst. Das kann Muskelkater erzeugen, einen Gehirnmuskelkater, aber wahrscheinlich nicht viel mehr. Wenn du es aber tagtäglich machst, zumindest jetzt für diese 10 Tage, vielleicht auch darüber hinaus, dann wird sich stückchenweise was in deinem Leben ändern. Vielleicht kennst du die Metapher von den zwei Straßen, die parallel laufen, und dann verändert sich eine Kleinigkeit, eine winzige Kleinigkeit, eine Gradminute nach links. Und du merkst gar keinen Unterschied. Einen Kilometer später sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. 10 Kilometer später ist die Straße schon weit weg. 100 Kilometer später kommst du ganz woanders an als die andere Person. Und das ist die Idee bei dieser Übung. Mach sie täglich. Und auch in dieser Reihenfolge, deswegen ist es auch einer der drei, vorher programmierst du dich auf dein bestes Selbst, du bist total energievoll und dann stellst du dir vor, wie du dein Leben mit diesem besten Selbst lebst. Wie wird es anders sein? Und du nimmst dir auch nicht dein ganzes Leben vor, sondern immer nur den aktuellen Tag oder eben den Folgetag. Wenn du das machst, verspreche ich dir, dass sich genau das, wovon du mehr haben möchtest, Kreativität, Charisma, Energie, Gelassenheit, Entspannung, was immer es ist, davon wirst du mehr haben, weil du täglich dein Gehirn sagst, davon will ich mehr. Davon will ich mehr. Davon will ich mehr. Und in dem Moment, wo du das tust, kannst du dir vorstellen, dass dein Gehirn nicht nur ein Sender ist, sondern auch ein Empfänger und sagt, okay, wenn das so ist, wenn du das wirklich möchtest und wenn du es 10 Tage visualisierst, dann ist dem Gehirn klar, okay, der möchte wirklich irgendwas, ja, sonst würde es nicht dauernd machen, ständig, dann wirst du bemerken, dass sich erste Veränderungen bereits in diesen 10 Tagen zeigen und vor allem auch darüber hinaus. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Übung. Stell dir vor, du stehst vor einem besonderen Spiegel. In diesem Spiegel siehst du die beste Version deiner selbst. Du in deiner erfülltesten und besten Form. Schau dir genau an, wie geht dieser Mensch, wie steht dieser Mensch, wie spricht dieser Mensch, wie atmet dieser Mensch. Achte auch auf Kleinigkeiten, die dir auffallen, die diese perfekte Version deiner selbst tut. Beobachte diese Person so, dass du zum Schatten dieser Person werden kannst. Was macht die Person alles anders als du? Das bist du in deiner absolut erfülltesten Form. Wenn du genau beobachtet hast, wie dieser Mensch ist und was dieser Mensch tut, dann geh in diesen Spiegel rein, steig in die Schuhe dieses Menschen und werde zur besten Version deiner selbst. Spüre den Unterschied in deiner Atmung, spüre den Unterschied in deiner Körperhaltung, spüre den Unterschied in deiner Sprache, bemerke all die Unterschiede, wie du dich jetzt in dem Moment verändert hast, wo du in der erfülltesten Form, in der besten Version deiner selbst bist. Bei manchen richtet sich die Wirbelsäule auf. Andere haben so ein gewisses Gefühl im Körper. Ganz gleich, was es ist, fokussiere auf dieses Gefühl und verstärke es. Spüre diese Kraft in dir. Und wenn du noch mehr möchtest, du das Gefühl hast, da wäre noch mehr zu holen, dann geh noch einmal vor diesen Spiegel und in diesem Moment ist eine noch erfülltere Version vor dir. Dieser Mensch ist doppelt so selbstbewusst, doppelt so kraftvoll, doppelt so energiereich, doppelt so intelligent, doppelt so kreativ, wie die erfüllte Form, die du jetzt schon bist. Stell dir ganz genau vor, wie geht, spricht, steht dieser Mensch, wie atmet dieser Mensch, was tut er, wie tut er es. Dieser Mensch könnte mit Leichtigkeit schwierige Situationen überstehen. Stell dir ganz genau vor, wie macht dieser Mensch das. Und
und dann steige wieder in die Schuhe dieses Menschen, sodass du zu deiner absolut besten, erfülltesten Form deiner selbst wirst. Und spüre die Kraft in dir. Spüre die Veränderung. Mach sie stärker. Sehr gut, und speichere diese Erfahrung ab, diese Kraft, die du in dir hast. Du bist dieses erfüllte und vollkommene Selbst. Als die beste Version deiner selbst, stell dir jetzt deinen idealen, perfekten Tag vor. Wie wirst du den heutigen Tag meistern oder, wenn es schon Abend ist, den morgigen Tag? Wie wirst du es mit Erfüllung, mit Präzision, mit Leidenschaft, mit Liebe, mit was auch immer du brauchst, wie wirst du diesen Tag meistern? Stell dir die einzelnen Details vor und alles, was schlecht läuft, stell dir vor, wie es besser wird, einfach weil du in deiner besten Version bist. Stell dir all die Probleme als leichte Herausforderungen vor. Visualisiere jetzt deinen perfekten Tag und stell dir vor, wie du aus jedem Mist etwas ganz Besonderes machst und wie du das Besondere noch viel besser genießen kannst. Nimm dir jetzt ein wenig Zeit, dir genau das vorzustellen. Wenn was nicht perfekt ist, dann mach es perfekt. Sehr gut, designe dein Traumleben mit dieser Visualisierung. Mach's besser, wo du es besser machen kannst. Genieße es, wo du es einfach genießen kannst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch auf iTunes. Wenn du mehr möchtest, dann schau auf meinem persönlichen Telegram-Kanal Selbstbeeinflussung vorbei oder bei einem meiner Webinare, die interaktiv und kostenfrei sind. Diese findest du auf meiner Website, genauso wie das Audioprogramm, welches mit dem Gutscheincode PODCAST günstiger zu erwerben ist. Wenn du wirklich Meisterschaft erlangen möchtest oder dir der Podcast einfach zu wenig ist, dann lade ich dich ein zu einem NLP-Seminar von mir persönlich oder zu einer NLP-Ausbildung. Schau einfach mal vorbei auf die Website. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Dein Marion. Ciao dir. Tschüss.